2 Kisten, hast du gesagt. Pi, du hast versprochen, dass du überhaupt kein Zeug hast. Sei froh, dass Clara nicht bei euch einzieht, sonst bräuchten wir nämlich einen 5-Tonner. Pi! Du hast Mr. Brown vergessen. Paul, den habe ich nicht vergessen. Ich habe gedacht, dass du den jetzt bekommst. Ach komm schon, Piwi, steh dazu. Den hast du schon seitdem du 5 Jahre alt bist. Oh, süß. Schmuse-Teddy. Na klar kommt der mit. Wenn du willst, kann er auch bei uns im Bett schlafen. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. So, Vorsicht. So, tschüss, Leute. Viel Glück euch beiden. Tschüss. Wenn irgendwas ist, ihr wisst, wo ich bin. So. Och, Kinder, jetzt habe ich vergessen, Pippi den Kuchen mitzugeben. Den habe ich extra heute Nacht gebacken. Ich kann ihn nach der Schule zu ihm bringen. Bist ein Schatz. Es regnet. Ach, Rosalie, du liebe Zeit! Töpfe, Eimer, alles, was ihr finden könnt. Ich mach den Hauptmann zu. Ja. Christian, wo finde ich den Klempner? Unter K oder unter... Ist eingespeichert unter S wie Stieler. Danke. Mann. Guten Morgen, Herr Stieler, Inge Kleist. Wir haben einen Wasserrohrbruch. Wann können Sie denn da sein? Das ist... Dankeschön. Christian. Ihr müsst los, ich mach das hier schon. Ja, aber kann ich dich wirklich alleine lassen? Ja, natürlich. Ich ruf dich an, wenn der Klempner da war. So, der Hauptmann ist zu. Danke. So, und wir ziehen uns jetzt erstmal um. Na prima. Versprecht mir, dass ihr auf Opa hört, solange ich nicht da bin. Hier, mein Schatz. Mama, Opa und wir sind doch ein eingespieltes Team. Nur Opa. Außerdem bist du doch morgen Abend schon wieder da. Wir versprechen dir hoch und heilig, das Haus nicht abzupacken. Großes Indianer-Ehrenwort. Sorry, wo sieht aber los? Ich komme ein Stück mit. Meine Kontrolluntersuchung bei Dr. Kleist steht noch an. Ach, na denn los. Ich hoffe, es ist alles okay mit deiner Lunge, Papa. Aber. Oh, ich vermisse euch jetzt schon. Eine Nacht, Mama. Wollen wir heute Abend Pizza essen? Nee, Pizza könnt ihr morgen essen, wenn Sandra wieder da ist. Timo und ich, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Mhm. Hey, guten Morgen, Nora. Guten Morgen. Das tut so gut. Mein Gehirn ist total durchblutet. Hm. Mir als Normalsterblichen würde es schon reichen, wenn Ihre Füße durchblutet sind. Alte indische Yoga-Übung. Sollten Sie auch mal machen. Meinen Sie, Sie können mir mit Ihrem Superhirn einen Kaffee machen? Ayurvedischer Tee wäre besser, aber ich weiß schon. Ah, Herr Müller, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wollen wir mal sehen, was der Lungenfunktionstest ergeben hat? Ja. Kommen Sie rein. Und Nora, wenn Inge sich meldet, stellen Sie sie bitte durch. Wir hatten einen Rohrbruch. Oh Gott. Ihr Lungenfunktionstest sieht ja ganz gut aus. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Husten Sie denn in letzter Zeit stärker als sonst? Nee, alles wie immer. Wissen Sie, ich habe ja gelernt, mit der Asbestose zu leben. Und solange ich keine Bäume ausreißen will, ich bin einfach froh, wenn es sich nicht verschlechtert. Haben Sie Schmerzen beim Atmen? Es geht. Ich inhaliere ja auch brav und gehe zur Lungensportgruppe. Sehr gut. Ich bin stolz auf Sie, Herr Müller. Dann sehen wir uns schon wieder in einem Vierteljahr. Gut. Wenn irgendwas ist... Bin ich sofort bei Ihnen, Herr Doktor. Ich bringe Sie noch raus. Danke. Herr Doktor, Ihre Tante hat angerufen. Es wäre ganz gut, wenn Sie kurz nach Hause fahren. Der Klempner hat keine guten Nachrichten. Dann bis später. Ah, Herr Stieler. Tag, Herr Doktor. Und, wie sieht's aus?
Das ist leider kompliziert. Da, wo das Wasser austritt, muss noch lange nicht der Rohrbruch sein. Wissen Sie, das Wasser sucht sich seinen Weg. Könnte sein, dass der Bruch hinter der Badewanne im oberen Bad ist. Meine Leute klopfen da gerade die Wand auf. Moment, die Rohre sind alle bei der letzten Renovierung erneuert worden. Sieht so aus, als hätten sich die Kollegen das Stück hinter der Badewanne gespart. War ihnen wohl zu mühsam. Was soll das heißen, wenn ich fragen darf? Ich meine, heißt das, wir können in unserem Haus nicht mehr wohnen? Wie soll denn das gehen, wenn der Haupthahn ausgestellt ist, ohne Wasser? Ja, und die Trockner machen einen riesen Lärm. Hm. Da machen sie kein Auge zu. Das ist ja großartig. Und wo sollen wir schlafen? Unter der Brücke. Wir können problemlos alle in meiner Werkstatt übernachten. Zu sechst? In deiner Werkstatt? Ja. Unmöglich. Guck mal, da vorne sind noch welche. Guck mal, wie schön der ist, Opa. Sehr gut. Siehst du, du bist inzwischen ein richtiger Pilzkenner, weil du schön aufgepasst hast bei unseren Touren. Ja, ich kenne mich fast schon so gut aus wie du. Wir gehen da hoch, da sind meistens welche. Okay. Hey, Schatz. Hey. Gut, dass ich dich treffe. Ich wollte dich gerade anrufen, ob wir heute Abend ins Kino gehen wollen. Oh, nee, glaub nicht. Ist was passiert? Naja, nee, wir hatten einen Wasserrohrbruch, das ganze Haus steht unter Wasser. Ich weiß nicht, wo wir schlafen sollen. Es gibt kein einziges Hotelzimmer in der Stadt. Ja, warum hast du nicht mich angerufen? Ihr könnt doch bei mir wohnen. Ja, wie stellst du dir das vor? Na gut, also Clara und Inge wohnen in der Werkstatt, aber wir sind zu viert. Rosalie, Paulchen, Michael und ich. Also jetzt mal langsam. Meine Wohnung ist zwar kein Palast, aber wenn wir zusammenrücken, dann geht es doch für ein paar Tage prima, oder? Dir ist es wirklich ernst? Ja, natürlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Na, riecht das gut, Timo? Der Sammel hat doch richtig hungrig gemacht, oder? Mhm. Ah. Hey, Opa, ich hab Clara mitgebracht. Ist doch okay, wenn sie bei uns isst, oder? Kein Problem. Es gibt nichts Besseres als Pilzragout mit Semmelknödel. Aber für mich musst du keine Knödel machen. Du weißt ja, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Ich hab dir gesagt, was ich von Diäten halte. Ach komm schon, Opa. Ich hab's dir doch erklärt. Kohlenhydrate verwandeln sich über Nacht in reines Fett. Mhm. Und Mama hat auch gesagt, dass sie nichts dagegen hat, solange ich genug Nährstoffe zu mir nehme. Von mir aus, dann isst du eben nur Pilze. Und was ist mit dir? Auch keine Knödel? Doch, ich mag Knödel total. Ich muss nur Papa Bescheid sagen, dass ich hier esse. Mach das. In 5 Minuten gibt's Essen. Das ist aber schön. Oh, danke. Na dann, herzlich willkommen. Bitte. Oh, danke. Danke, dass du uns beherbergst. Kann ich hier schlafen? Ja, sicher. Paul, gehst du da runter? Rosalie, die Puppe, die kann doch auch bei dir schlafen. Hier. So, jetzt machen wir das rein und wieder zu. Lass doch, Michael, das geht wirklich in Ordnung. Wir werden hier doch klarkommen, oder? Und ich dachte, zur Feier eures Einzuges gibt es heute Fleischfondue. Fleischfondue? Ich will Nudeln. Die Kinder sind Feinschmecker. Ja, ich kann die Kinder auch schnell abfüttern mit Spaghetti. Hast du welche da? Und wir Erwachsenen essen dann später das Fondue. Ach was, dann gibt es Spaghetti für uns alle. Wie hättet ihr es denn gerne? Also mit Salbei und Butter oder mit Pesto oder... Tomatensauce. Ich sag ja, Feinschmecker. Tomatensauce ist super. Ich glaube, sie liebt mich. Keine Frage, sie ist dir absolut verfallen. Ne? Rosalie und ich werden jedenfalls keine Schwierigkeiten machen. Rosalie, das ist Annas Zahnbürste. Die kannst du nicht zum Spielen benutzen, wirklich. Aber Mimi muss Zähne putzen. Ich glaube, die Hotellösung wäre dann doch besser gewesen. Da gibt's aber keine Luftmatratzen. Also, fang mal an. Na, dann wollen wir mal, Kinder. Es geht doch nichts über ein Pilzragout von selbst gesammelten Pilzen.
bei mir lieber zwei Knödel. Nicht so viele Pilze, ich vertrage die nicht so gut. Aha. Nun nimm dir Knödel. Wer ist das denn? Ich gehe schon. Hallo Lauri, ist der Opa da? Ja, der ist da. Ach. Danke. Inge, das ist ja eine Überraschung. Guten Abend allerseits. Du hast gerochen, dass es bei uns Pilze gibt. Setz dich, wir haben genug. Nein, danke, ist sehr verlockend, aber deswegen bin ich nicht gekommen. Martin Kleefeld hat angerufen, die Kurprobe ist vorverlegt worden, weil er morgen einen wichtigen Termin hat. Und da ich auf dem Weg zum Bachhaus sowieso bei dir vorbei musste, dachte ich, ich nehme dich gleich mit. Brauchte mich denn heute wirklich? Ich wollte gerade mit den Kindern essen. Hans, das ist die erste Probe mit Klavier. Da können wir doch auf den Pianisten nicht verzichten. Kann ich euch alleine lassen? Ja. 9:30 bin ich wieder zurück. Schade, ich hatte mich so auf meine Pilze gefreut. Wir können ja morgen wieder welche sammeln. Das ist eine gute Idee, Timo. Na los, Inge, sputen wir uns. Clara, wie wäre es, wenn ich dich nach der Chorprobe hier abhole und wir gehen dann zusammen zu mir? Das wäre super. Ich bin echt froh, dass ich nicht mit den beiden Kleinen in einem Zimmer schlafen muss. Dann bis später. Mach keinen Unsinn. Und jetzt lasst euch schmecken. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Ach ja, Jemini, wie ist das denn passiert? Problem. Hauptsache, ist niemandem was passiert. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch nur aufs Klo. Das ist doch nicht so schlimm. Hm, sowas kann passieren, wenn man sich in einer Wohnung nicht auskennt. Ja, und Scherben bringen Glück. Hm? Es tut mir leid. Und jetzt gehen wir ins Bett. Morgen ist Schule. Okay? Und? Wie schläft sich's in der Jugendherberge? Fragte er und kuschelte sich wieder in sein warmes Bett. Tja, das ist der Vorteil, wenn man gute Beziehungen zur Gastgeberin hat. So, hinlegen. Und gute Nacht. Oh nein. Bleib hier, Rosalie. Wir wollen Anna nicht wecken. Hey! Anna, Frühstück gemacht. Rosalie, ich hab dir doch gesagt, du sollst Anna noch ein bisschen schlafen lassen. Entschuldigung. Kein Problem. Papa, können das auch Männer benutzen? Blaustern. Paul? Das riecht echt super, Papa. Das ist nur was für Mädchen, wirklich. Echt, aber... Oh. Nein. Paul. Oh. Komm. Schatz. Habe ich dir schon gesagt, dass es mir leid tut? So, Frau Schneider. Morgens, mittags, abends eine Tablette, 10 Tage lang, und dann kommen Sie wieder vorbei. Danke, das mache ich. Wiedersehen, Nora. Tschüss. Sagen Sie mal, ist das eigentlich bequem, wie Sie da sitzen? Für Nora ist Bequemlichkeit noch nie wichtig gewesen. Aber natürlich ist das bequem. Das zwingt mich zu einer aufrechten Sitzhaltung. Das ist super für den Rücken. Herr Teubner muss zum MRT. Ich möchte sicher gehen, dass seine Rückenschmerzen nichts mit einem Bandscheibenvorfall zu tun haben. Da würde ich Ihnen aber Yoga empfehlen. Es ist gut für Körper und Seele. Nora. Praxisdoktor Kleist, Schwester Nora, am Apparat. Frau Stieler. Oh. Ja, Dr. Kleist ist in 5 Minuten da. Lauri. Was ist denn? Ihr ist total schlecht und sie muss sich die ganze Zeit übergeben. Hat sie erhöhte Temperatur? Nein.
Hast du einen Durchfall? Ist dir schlecht? Tut das weh? Mm-mm. Das hier? Der Bauch ist weich. Drück mal dagegen. Tut das weh? Also Blinddarm ist es nicht. Was hast du denn gegessen? Keine Ahnung, nur Opas Pilze gestern. Mir ist so schlecht. Tag. Lori, was ist denn los mit dir? Danke, dass Sie mich angerufen haben. Was hat sie denn bloß? Kann ich leider noch nicht sagen. Vielleicht eine Pilzvergiftung. Pilzvergiftung? Wir haben nur Wiesenchampignons gegessen. Ich muss sie trotzdem ins Krankenhaus überweisen. Du musst an den Tropfen und ich muss ein paar Untersuchungen machen. Sagen Sie, Clara war doch auch bei Ihnen. Hat die auch Pilze gegessen? Ich denke schon. Timo, mein Enkel, auch. Soll ich die beiden ausrufen lassen? Ja, das ist eine gute Idee. Clara hat schon Schluss. Ja, im Sport ist ausgefallen und Timo hat seit der dritten frei. Ich versuche, Clara zu erreichen und Sie müssen Timo finden. Ja. Untersuchung 2, es ist alles vorbereitet. Lauri, mach dir keine Sorgen, wir kriegen dich schon wieder hin. Wer hat sonst noch von den Pilzen gegessen? Timo und Clara, aber ich kann Clara nicht erreichen. Sieh zu, dass du Clara findest. Was waren das für Pilze? Wiesenchampignons. Ist von dem Essen noch was da? Ich fahr gleich noch mal hin. Wenn ich noch was finde, mache ich den Lignin-Test selber. Und die Mutter weiß Bescheid, ja? Kleist? Inge! Ist Clara bei dir? Nein, sie müsste doch noch in der Schule sein. Was ist denn los? Hör zu, es könnte sein, dass sie eine Pilzvergiftung hat. Du musst ihr unbedingt sagen, dass sie sich melden soll. Ja, natürlich, das mache ich. Okay. Timo? Hier. Ach, hier bist du. Ich war in der Schule. Ich habe doch heute nur 3 Stunden gehabt. Gott sei Dank geht's dir gut. Lauri ist im Krankenhaus. Dr. Kleist meint, dass irgendwas mit den Pilzen nicht in Ordnung war. Geht's dir wirklich gut? Ich habe gar keine Pilze gegessen. Du hast nichts von den Pilzen gegessen? Weißt du, eigentlich mag ich gar keine Pilze. Es macht mir nur Spaß, sie mit dir zu sammeln. Hallo? Hast du auch nicht probiert? Nein. Meinst du, wir haben einen Giftpilz eingesammelt? Ah, Doktor, er hat nichts von den Pilzen gegessen, die Mädchen schon. Und haben Sie irgendwas übrig gelassen? Ich brauche dringend ein paar Reste, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Also, ich habe meine Müll in der Küche. Das ist der Beweis. Es war ein Knollenblätterpilz in dem Ragout. Das ist doch unmöglich. Ich weiß doch, wie ein Knollenblätterpilz aussieht. Ich werde doch wohl einen Knollenblätterpilz von einem Wiesenchampignon. Der Test ist positiv. Ich komme sofort in die Klinik. Ich muss Clara finden. Lauri wird doch wieder gesund. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, Herr Müller. Das kann doch nicht sein. Ich hab dich überall gesucht, ich hab auf deine Mailbox getextet. Mein Akku ist alle. Was ist denn? Geht's dir gut? Ist dir schlecht? Hast du dich übergeben? Ja, mir geht es gut. Aber was ist denn? Die Pilze, die ihr gegessen habt, sind giftig. Ist wirklich alles in Ordnung? Giftige Pilze? Ja, mir geht es gut. Aber wie geht es Lauri und Timo? Timo ist okay, aber Lauri ist im Krankenhaus. Michael ist bei ihr. Wir müssen jetzt in die Praxis gehen. Ich muss einen Urintest bei dir machen, weil ich will wissen, ob wirklich alles okay ist. Gut, danke. Die Laborergebnisse sind in 2 Stunden da. Und du hast wirklich keinen Durchfall gehabt?
Nein, mir geht's gut. Wie viele Pilze hast du denn gegessen? Höchstens eine Gabel voll. Ich mag ja Pilze nicht so sehr. Außerdem hast du gesagt, dass man die abends nicht mehr essen soll. Mir geht's wirklich gut. Du musst auf jeden Fall Glaubersalz nehmen. Das führt ab, also nur für den Fall, dass ein Restgift in deinem Darm ist. Aber Lauri, sie hat zu viel von dem Zeug gegessen. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Was passiert denn jetzt mit ihr? Weißt du, mit deiner Pilzvergiftung darf man nicht spaßen. Aber sie ist jung und sie ist fit. Du und Michael müsst ihr helfen. Mach, dass sie wieder gesund wird. Mäuschen. Och, das ist doch furchtbar, was mit Lauri passiert ist. Und mit Clara ist alles in Ordnung? Ja, es sieht so aus. Trotzdem, das muss sie nehmen. Ich gehe jetzt in die Klinik zurück. Ich muss mich um Lauri kümmern, okay? Wenn irgendwas ist... Ich rufe dich an. Sofort, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Danke, Inge. Schätzele. Oh, meine Süße. Es geht ihr immer noch nicht besser. Sie ist so apathisch. Ja, sie hat eine große Menge von dem Gift erwischt. Es dauert einige Zeit, bis die Medikamente anschlagen. Wir geben ihr Silibin und zur Stabilisierung des Kreislaufs Infusionen. Ich weiß gar nicht, wie ich meiner Tochter unter die Augen treten soll. Kann ich denn gar nichts für Lauri tun? Wir werden noch mal den Gerinnungsfaktor überprüfen und danach die weitere Therapie ausrichten. Danke. Meinst du, sie kann es schaffen? Schwer zu sagen bei der Menge an Amatoxinen, die sie erwischt hat. Aber sie ist jung, sie hat die besten Chancen. Kleist? Ach, das ging ja schnell. Danke. Claras Werte sind in Ordnung. Dr. Kleist, wie geht es meiner Tochter? Im Moment ist sie stabil. Ich verstehe das nicht. Mein Vater kennt sich doch mit Pilzen aus. Wo ist Lauri? Kommen Sie. Ich bringe sie zu ihr. Und wenn die Medikamente nicht anschlagen? Haben Sie etwas Geduld, Frau Müller. Lauri. Liebes. Mama ist da. Lauri, hörst du mich? Lauri. Sandra. Du solltest auf sie aufpassen. Du hast sie vergiftet. Du hast mein Kind vergiftet. Es tut mir leid. Und du hast nichts davon gegessen. Geht's, mein Schatz? Diese Abführmittel sind die Hölle, das weiß ich. Du musst auf alle Fälle sehr, sehr viel trinken. Sieh mal, das ist so furchtbar. Im ungünstigsten Fall kann die Vergiftung mit Amatoxin tödlich enden. Manchmal kann es zu einem Leberversagen kommen. Dann kann nur eine Transplantation helfen. Inge, ich habe solche Angst um Lauri. Im ungünstigsten Fall steht da. Das wird bei Lauri nicht passieren. Christian hat gesagt, es geht ihr schon sehr viel besser. Ich muss zu ihr. Sie ist doch meine beste Freundin. Ich werde Christian fragen, ob du morgen zu ihr gehen kannst. Geht's nicht schon heute? Auf gar keinen Fall. Du musst dich ausruhen. Clara, du hast Besuch. Lauris Opa will... Clara, Lauris Opa will mit dir sprechen. Na, na klar. Ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht. Und ich wollte dir sagen, wie leid mir das tut. Ich hätte es doch sehen müssen. Ich hätte sie doch erkennen müssen. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Es ist unverzeihlich. Hallo, Doktor. Ich wollte Clara nur sagen, wie leid mir alles tut. Schon, geh, Herr Müller. Deine Werte sind in Ordnung. Gott sei Dank.
Ich habe mich darauf verlassen, dass ich mich auskenne. Ich habe mich einfach auf mich verlassen. Ich habe mich für unfehlbar gehalten. Sie droht jetzt akute Leberversagen abzurutschen. In die ITS mit ihr. Hier. Laborwerte, Leberwerte und Gerinnungsfaktor. Wir müssen sie auf die Transplantationsliste setzen lassen. Bereit? Ja. Mach jetzt bloß nicht schlapp, Lauri. Dich ein bisschen ausruhen, Kind. Das Abendbrot für Timo machen. Das kann ich doch machen. Wenn ich könnte, ich würde alles tun, um Lauri zu helfen. Wenn Lauri... Wenn mein Kind stirbt... Das werde ich dir nie verzeihen. Niemals. Kannst du Timo sagen, dass er nicht so spät ins Bett soll? Ich muss noch mal ins Krankenhaus. Lass mich doch gehen, schlaf ein paar Stunden. Danach kannst du mich doch ablösen. Ich will nicht, dass du zu Lauri gehst. Was ist mit ihr? Wieso ist sie so gelb? Die Leber ist durch das Gift angegriffen. Wir erhöhen jetzt die Medikation. Was ist, wenn die Therapie nicht anschlägt? Frau Müller, wir tun alles, um Lauri zu retten. Die letzte Möglichkeit wäre eine Lebertransplantation. Eine Lebertransplantation? Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ich habe gelesen, dass man noch einen Teil seiner Leber spenden kann. Das geht doch, Dr. Kleist. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber wir hoffen nicht, dass es so weit kommt. Aber Sie können mich doch auf alle Fälle schon mal testen. Ja, natürlich. Ich kann Ihnen Blut abnehmen und dann kommen Sie morgen in die Praxis und können wir das Ergebnis besprechen. Angst, Opa. Ja, Timo. Ich hab Angst. Du weißt doch, Lauri ist eine Kämpferin. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Das stimmt. Vielleicht hab ich ja den giftigen Pilz gefunden und bin schuld daran, dass Lauri vielleicht... Das darfst du gar nicht denken, Timo. Du hast keine Schuld. Nie. Ich bin der Pilzfachmann hier. Ich allein bin verantwortlich. Und spür, wie der Atem in dich hineinfließt. Und Clara, wieso bist du nicht in der Schule? Sie war so aufgeregt, deswegen habe ich gedacht... Was ist denn? Wann kann ich denn endlich Lauri besuchen? Ich weiß das... Guten Morgen. Guten Morgen. Dass du dir Sorgen machst, das ist für alle im Moment schwer. Wenn ich doch nur helfen könnte. Bitte, Papa, lass mich zu ihr.
Also, wenn es Lauri wieder besser geht, dann kannst du sie besuchen, okay? Kommen Sie. Frau Müller, es tut mir leid, aber Sie kommen als Spenderin leider nicht in Frage. Lauri hat Blutgruppe 0 und Sie haben Blutgruppe A. Das ist leider nicht kompatibel. Soll das heißen, dass ich ihr gar nicht helfen könnte? Sind Sie sicher, Dr. Kleist? Es ist doch noch gar nicht entschieden, ob sie wirklich eine neue Leber braucht. Aber ich muss doch was tun können. Ich muss doch irgendwas tun können, um sie zu retten. Gehen Sie zu ihr. Sie spürt, dass Sie da sind. Das wird ihr Kraft geben. Und wenn sie wirklich eine neue Leber braucht, dann wird das Transplantationszentrum einen geeigneten Spender finden. Glauben Sie mir, Lauri wird es schaffen. Max! Komm. Schon wieder! Oh nein! Ich hab gewonnen! Du hast keine Chance gehabt, Bibi. Aber du kannst Revanche haben. Nicht so laut, Paul. Wir stören Anna. Wo ist der Würfel? Was, das geht schon. Ich bin nur froh, dass du dich als Babysitter hast einspannen lassen. Sag mal, was sagt eigentlich Anke dazu, dass du die Nächte schon außer Haus verbringst? Nichts. Die hat Nachtdienst im Hotel. Komm, jetzt bin ich dran. So, Paul ist wieder dran. Ja, alle auf einmal. Verschreiß! Wie machst du das? Ich geh noch mal in die Kanzlei, ja? Ich hab da ein paar Unterlagen vergessen. Ja, kein Problem, ich bin ja hier. Es dauert auch nicht lange. Und ihr zwei, ihr geht früh ins Bett, ja? Gut. Tschüss. Ah, guck mal, Zack. Das war eine gute Sitzung. Konzentriert, sachorientiert, ganz nach meinem Geschmack. Wenn wir die Sache mit dem Parkhaus auch noch gelöst hätten, könnten wir wirklich... Keine Sorge, Frau Hinze, wir sind da auf einem guten Wege. Wenn wir erstmal die Gutachten für die Standorte haben, können wir sofort mit der Ausschreibung beginnen. Oh, meine Schwester. Sie entschuldigen mich. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wiedersehen, Herr Speck. Schönen Abend, meine Damen, meine Herren. Na, Anna? So spät noch allein unterwegs? Ich bin noch auf dem Weg in die Kanzlei. Ich muss noch eine Akte durcharbeiten. Ah, und sowas geht nicht zu Hause? Ach, wahrscheinlich ist das mein Fehler, aber ich kann mich nur mal schlecht konzentrieren, wenn um mich herum der ganze Familienwahnsinn tobt. Obwohl sie wirklich irre süß sind und sich auch wirklich bemühen, ruhig zu sein, aber... Aber es sind eben doch Kinder. Komm, schwänz deine Arbeit und geh mit mir ein Glas Wein trinken. Habe ich mir verdient nach der heutigen Stadtratssitzung. Ich sag dir, wie ich wieder mit Geduld und Eleganz durch die Klippen der Uneinigkeit gesteuert bin. Bernd, sei mir nicht böse. Ich muss wirklich noch was arbeiten, ja? Na, warte mal. Die Konzentration lässt nach 19 Uhr bekanntermaßen nach. Habe ich mal eine Untersuchung drüber gelesen. Habe ich auch heute bei meinen Stadträten bemerkt. Komm, ein Glas Wein und du redst dir den ganzen Kummer von der Seele. Ich hab gar keinen Kummer. Oh. Clara! Ich hab dir doch gesagt, es geht nicht. Ich muss einfach zu Lauri. Es geht aber nicht. Was ist, wenn sie stirbt? Bitte, Christian, lass mich zu ihr. Komm, setz dich mal. Weißt du, es geht dir schon wieder besser, aber sie braucht einfach alle Kraft für sich. Vielleicht hilft es ihr, wenn sie spürt, dass ich da bin. Wir wollen noch so viel zusammen machen. Wir wollen nach dem Abi zusammen nach New York fliegen. Und in Paris war Lauri auch noch nie. Sie will eine erfolgreiche Modedesignerin werden. Einen Mann finden, ein Haus. Sie will Kinder, einen Hund. Sie hat noch so viele Pläne. Ich bin sicher, ihr werdet alle eure Pläne noch verwirklichen können. Sie hatte noch nicht einmal einen richtigen Freund. Das ist alles so schrecklich ungerecht. Ich kann doch nicht einfach weiterleben, wenn meine beste Freundin stirbt. Also gut. Aber nur kurz. Danke. Du bist
bist der Beste. Ich hab dich lieb. Wir sind alle bei dir. Du musst jetzt kämpfen. Ich brauche dich doch. Bitte gib dir Mühe. Die Gelbsucht geht zurück. Die Liebewerte werden besser. Soll das heißen, dass sie es überstanden hat? Das soll heißen, dass wir hoffen dürfen. Es muss dir doch nicht peinlich sein, dass du... Aber das ist die Familie des Mannes, den ich liebe. Und schon nach einem Tag habe ich das Gefühl, ich konnte davonlaufen. Also, ich finde, das ist entsetzlich peinlich. Du bist sowas einfach nicht gewöhnt. Aber ich wollte immer Kinder haben. Bin ich ein schrecklicher Mensch, Bernd? Ja, du bist ein ganz normaler Mensch. So eine große Familie ist nun mal anstrengend. Und mal ganz und gar davon abgesehen, dass deine Wohnung nur für eine Person zugeschnitten ist. Ja, aber ich mag sie doch alle. Und Christian, ich träume davon, mit ihm zusammen alt zu werden. Aber dass ich mich nach 12 Stunden in seiner Rasselbande schon wie 100 fühlen würde, also das war so einfach nicht gedacht. Also aussehen tust du wie 25. Ich sage das zwar ungern, aber offensichtlich hat dich die Liebe zu Dr. Kleist noch schöner gemacht. Ach, du bist ein Schmeichler. Brüder schmeicheln nicht. Sie sind kritisch und objektiv. Aber im Ernst. Offensichtlich bekommt ihr diese Beziehung zu Dr. Kleist ganz gut. Sag mir bitte, dass ich eine nette Frau bin und kein kinderfeindliches Monster. Ich brauche das jetzt. Du bist die netteste Frau auf Gottes Erden. Zum Wohl. Zum Wohl. Wie geht's, Lauri? Schlief Timo schon? Hat er gegessen, Zähne geputzt? Sandra, ich weiß, dass du wütend auf mich bist, aber sag mir bitte, wie es Lauri geht. Ich muss ins Bett. Hey. Ist spät? Ja, Clara ist noch in die Klinik gekommen. Wollte Lauri sehen. Dass deine Kinder ein unglaubliches Glück mit dir haben. Du bist ein wunderbarer Vater. Und ein ganz toller Arzt. Und sonst? Und für mich bist du ein ganz großartiger Mann. Der dich gerade mit seiner Sippe in den Nervenzusammenbruch treibt. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass so ein paar Kleists reichen, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Du bist wunderbar. Ah, guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Ich wollte mal nach Hause fahren, gucken, wie es mit der Trocknung steht. Hoffentlich können wir bald wieder einziehen. Wie geht's, Lauri? Die Nacht war ruhig. Ich denke, sie ist über. Lauri. Die Blaufärbung der Akren. Das Oximeter zeigt einen verminderten Sauerstoffpartialdruck im Blut an. Frau Müller, würden Sie bitte rausgehen? Nein, ich gehe nicht weg. Ich kann Sie doch nicht im Stich lassen. Das habe ich befürchtet. Der Hirndruck steigt. Beginnende Stauungspapille. Das kann verschiedene Ursachen haben. Die Vergiftung hat die Bluthirnschranke gestört. Die toxischen Metabolite tun ihr Übriges. Mannitol 0,5 pro Kilogramm. Außerdem erhöhen wir die AT3-Dosis und das FFP. Verdammt, ich habe echt gehofft, dass sie es ohne Transplantation schafft. Wenn sich die Werte nicht schnellstens verbessern, hat sie 1-2 Tage. Allerhöchstens 4. Thank you.
weiß, du willst nicht, dass ich herkomme, aber ich muss Lauri sehen. Ich sag im Transplantationszentrum Bescheid. Herr Müller. Was ist denn passiert? Warum will Dr. Sandmann im Transplantationszentrum anrufen? Lauris Leber ist zu sehr geschädigt. Möglicherweise braucht sie eine neue. Ich gebe ihr meine. Kommen Sie, testen Sie mich. Wenn sie passt, hat doch Lauri eine Chance. Sie leiden an Asbestose. Als Spender kommen nur gesunde Menschen in Frage. Meine Leber ist gesund. Meine Lunge will ich ihr nicht geben. Kommen Sie, testen Sie mich. Ich muss ihr doch helfen. Eine Transplantation ist immer mit einem hohen Risiko verbunden. Selbst wenn Ihre Werte passen, ich kann dem nicht zustimmen. Sie müssen mich testen, Doktor. Untersuchen lassen. Wenn meine Werte stimmen und meine Leber gesund ist, dann kann ich Lauri einen Teil spenden. Aber du bist krank. Sie haben gesagt, es kommen nur ganz gesunde Menschen als Spender in Frage. Wenn ich Lauri retten kann, muss ich das tun. Sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Ich habe mein Leben gelebt. Ich darf nicht schuld sein an dem Tod von Lauri. Papa, ich will dich nicht verlieren. Sieht so aus, als hätte die Kleine am Ende doch noch Glück gehabt. Alle wichtigsten Werte stimmen mit denen ihres Großvaters überein. Er ist der perfekte Spender. Ist er nicht. Er hat Asbestose. Das wusste ich nicht. Wie ist sein Allgemeinzustand? Reicht zum Leben. Ja, dann sollte er seine Leber spenden. Ich hab dir doch gesagt, dass er krank ist. Aber wir haben keine Zeit, einen anderen Spender zu finden. Christian, das Mädchen ist genau in Claras Alter. Wenn ihre einzige Chance zu überleben die Spende ihres Großvaters ist. Wenn er stirbt und Lauri bekommt heraus, dass er sich für sie geopfert hat, dann wird sie denken, dass sie an seinem Tod schuld ist. Ich kann das nicht verantworten. Herein. Entschuldigung. Herr Müller, kommen Sie rein. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Haben Sie schon die Werte aus dem Labor? Ja, sie sind kompatibel. Das Risiko ist zu hoch. Ich bin gegen den Eingriff. Doktor, Sie wissen, dass ich alles tun werde, um meine Enkelin zu retten. Sie hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Ich bin ein alter Mann und hatte ein ganz gutes Leben. Und wenn ich es wirklich nicht überleben sollte, immerhin hat mein Tod dann einen Sinn gehabt. Wie geht es denn jetzt weiter? Wir bereiten Ihren Vater zur Organentnahme vor und dann... Mama? Lauri. Lauri, mein Liebstes. Wie geht's dir? Ganz gut, glaube ich. Bisschen schlapp. Hallo, Dr. Kleist. Wissen Sie, wie es mir geht? Das müssen wir erst mal untersuchen, aber... Ich denke, du bist über den Berg. Opa, geht's dir nicht gut? Doch, geht. Es geht mir gut. Ich bin so froh, so unendlich froh. Ich hätte lieber ein richtig knalliges Grün genommen. Ich orange. Oder nein, lieber schwarz. Du spinnst doch. Ich hätte ein zartes Gelb bevorzugt. Toll. Und wieso streichen wir dann alles Elefantengrau? Grau ist meine Lieblingsfarbe. Und die von Anna auch. Super.
Und Anna ist die Einzige, die hier nicht wohnt. Kinder, wir haben was zu erledigen. Danke, Anna, für alles. Nach dem Sturm folgt die Sonne und die will ich mit dir in Paris genießen. Nur wir zwei. Ganz allein. Sowas zu euch wollte ich gerade. Rosalie hat ihre Quietschmaus vergessen. Ja, wir haben auch was vergessen. Dich. Dich. Dich haben wir vergessen. Ja, dich. Weil wir haben gedacht, vielleicht hast du Lust, bei uns einzuziehen. Für immer. Also, wenn es in eurem Leben noch einen Platz für mich gibt? Ja! 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 Oh, schön! Auf Anna! Auf Anna! Mögest du nie bereuen, dass du in diese Familie gekommen bist. Herzlich willkommen! Auf Anna! Auf Anna. Danke euch! Zum Wohle! Ha ha ha.